Die Aufgaben sind hier so merkwürdig random. Ich verstehe das nicht. Das hat irgendwie in Sly 1 und 2 besser vom Gesamtkontext irgendwie funktioniert. Hier fühlt sich das so entkoppelt an. Es fühlt sich einfach nur so random an. Du denkst dir, hä, was passiert hier? Und ja, es fühlt sich halt so seltsam an. Es ist irgendwie nicht mehr so gut passend ineinander gegriffen geschrieben wie in Sly 1 und 2. Irgendwas ist anders hier. Es fühlt sich einfach nur so an wie so ein... Jede Aufgabe ist so ein Drogentrip einfach, keine Ahnung. Ganz, ganz merkwürdig zusammengepuzzelt alles. Jetzt hätten sie zwar noch voll viele kreative Ideen gehabt, ja, so von den Aufgaben, so ist es kreativ, ja, aber als hätten sie dann nicht gewusst, das Logische in eine Story zu verknüpfen oder so, keine Ahnung, es ist so komisch alles. Es fühlt sich so komisch anders an als im Teil davor. Irgendwas ist nicht ganz passend. Ganz merkwürdig. Weiß nicht. Weiß nicht. Irgendwas ist anders. So. Achso, es geht ja weiter mit Mary. Und zwar... großer Lastwagen. Achso. Okay. Ja, dann. Hep. Ah, fuck you. Oh, nee. Hä? Okay. Hallo? Ach, was soll's? Das ist auch wurscht. Ich kann sie nicht mehr packen. Das hat beim Boss jetzt schon nicht funktioniert. Ich kann nicht mehr Kreis drücken irgendwie. Keine Ahnung. Probier's mal bei dem nochmal. Jetzt so. So, einfach hier hoch. Let's go. Oh, Sly, hi. Murray, fahren wir zu Ayers Rock und verscheuchen diese Bergbaudingos. Dein Guru will den Fels befreien. Spitze! Das ist der größte Laster, den ich je fahren durfte. Vielleicht... in dem Baby krass. Könnte ich ganze Häuser platt machen. Das ist wirklich groß. Vielleicht liegt es auch daran, dass es auch nicht mehr so eine motivierende Story ist, wie am Anfang die Welt zu retten, Clockwork aufzuhalten und so. Sondern das ist hierher einfach so... ja, es ist halt aufgedröselter. Es ist nicht mehr was so Wichtiges wie in den ersten beiden Teilen. Vielleicht liegt es auch wirklich, wirklich an der Story. Aber irgendwas fühlt sich einfach unpassender an in dem Teil. Alles viel mehr random. Okay, krass. Das ist mal ein Laster, ey. Was geht ab? Aha! Ich hab ne Idee, wie wir die Bergmänner vom Ayers Rock vertreiben. So? Aber damit mein Plan funktioniert, müssen wir diesen Bohrer tiefer in die Erde treiben. Tiefer ist gut. Ich bin ganz Ohr. Was? Auch wenn ich's wohl mit ein paar Wachen aufnehmen muss, um an die Bohrsteuerung zu gelangen. Schalt die Wachen aus und starte den Bohrer. Okay. Dann beginnt Murray mit Phase 2. Ja. Besiege alle Wachen auf der Plattform. Alles klar. Wenn ich mein Rauch-Feature hätte, wäre das kein Problem. Habe ich aber nicht. Oh, fertig. Das geht schnell. Ja, gut. Mann, die Münzen. Bitte halt gerne einsammeln. Oh, ist ein bisschen feucht geworden. Riesenskorpione? Wir ein paar rote Soldatenskorpione fangen und in den Ayers Rock stecken, kommen die Bergmänner bestimmt raus. Klingt nach einem Job für den Murray. Ja. Eine Frage noch. Wie fängt man Skorpione mit einem Laster? Das Fahrzeug hat eine super starke Handbremse, die beim Fahren einen Vorwärtssalto verursacht. Was? Im richtigen Moment kannst du so einen Skorpion in den Netzen auf der Ladefläche des Lasters. Ja klar, gibt Sinn. Ja, ja. Mache ich auch immer so. Mit den Skorpionen. Nicht so schnell. Die Reifen des Lasters erhitzen ziemlich schnell im heißen Sand. Ja, klar. Du musst sie abkühlen, indem du ins Wasser oder über die Skorpione fährst. Ja klar, wie im echten Leben. Halt einfach easy. Mache ich auch immer so. Damit sie nicht schmerzen.
Und denk dran, meine Reifen schmelzen. Geht jedem so auf der Autobahn. Wer kennt's nicht? Okay. Dann 20 Skorpione jetzt sammeln, alles klar. Oh mein Gott. Und los geht's! Was ist das denn für ein Schmarrn? Ja, so funktionieren Lastwagen. Alter, was ist denn das schon wieder für ein Schmarrn? Oh ja. I mean, das ist genau das, was ich meinte. Super lustig ist es ja schon. Hier und da sind Dinge kreativer. Darauf sind sie in den vorherigen Spielen noch nicht gekommen. Aber es ist alles so random miteinander verpackt, wisst ihr? Ich bin doch im Wasser, du Stück Scheiße. Was soll das? Fahr ins Wasser. Ja, wo war ich denn gerade? In der Lava oder was? Willst du mich verarschen? Halte die X-Taste, um vorwärts. Ja, okay. Wenn du schnell genug bist, kannst du mit es ist schon lustig. Aber ja, ja das ist so bekloppt. Super bekloppte Idee, echt? Aha. Ja! Ich glaube, wenn ich so überlege, würde Sly 3 vielleicht auch einfach besser funktionieren, wenn die Level so angesteuert werden wie in Sly 1. Wisst ihr, wenn es so eine Mini-Hub-World ist und du halt so die Level direkt ansteuern könntest, ich glaube, dann würde Sly 3 besser funktionieren. Zu dem Konzept von den kreativen so Ideen. Es läuft! Das ist so schön blöd. Fahr im Meerwasser. Ach so! Musst damit ins Meer reinfahren. Was will man mehr? Ne, warte mal, das geht nicht im Stehen, oder? Ach ne, genau. Das ist so beschissen. Hey, immerhin kein Zeitcounter, gell? Wir haben unendlich Zeit, außer halt, wenn meine Reifen explodieren. Weil das ist das, was Reifen so tun. Wahoo! Wahoo! Alter! Das ist so blöd. Juhu! Ach so, ja, ach so. Hm. Mit blauen Skorpionen kühle ich meine Reifen ab. Ganz normal halt. Stimmt. Klar, wie konnte ich das übersehen? Kopfstart! Das ist wirklich so schön blöd. Und los geht's! Oh Gott, was ist das? Aha. 20 Stück, oder? Überleg mal. Komm schon! Das ist viel. Ah, ich kann die auch einfach zu Matsch fahren, dann kühlt es auch ab. Und Sly steht hier einfach rum. Alles klar. Okay, wenn ich die überfahre, dann sind die aber auch wirklich tot. Warum ist die Kamera so? Kann ich die nicht ein bisschen nach vorne? Ja, schon, aber die wird zurückgesetzt, okay. Was ist diese Aufgabe? Vor allem auch voll lustig mit dem Rückwärtsgang, gell? Dass es dann auch so piept und so. Das ist auch super lustig. Und die kann ich hier einfach matschen. Wurzelbaum! Ja! Warte. Ist das blöd. Ach, scheiße. Hat sich sowas ausgedacht? Mhm. Komm schon! Ach komm schon! Den hatte ich doch, hä? Jawohl! Warte doch mal! Die Sensoren zeigen weniger Bewegungen im Erdreich an. Wir müssen also tiefer bohren, um die Skorpione rauszulocken. Ach so. Nein.
musst auf die Spitze des Vorturms klettern und das Tiefenkontrollsystem lahmlegen. Ach okay, du Mensch, Scheiße. Das wird hässlich. Bitte funktioniere einfach. X-Kreis. X-Kreis. Oh Gott. Okay, und das war's wieder. Okay. Oh Gott. Nein. Oh. Ich hasse dieses Feature so sehr. Fix den Drehwurm. Oh, na toll. Ich hasse es. Ich hasse die Kletterhaken so sehr. Warum? Warum kommen die hier wieder so vor? Warum? Sie funktionieren einfach nicht. Gescheit. Oh, warum nur? Warum ist es da? Das Feature ist scheiße. Oh Gott, oh mein freaking Scheißhaufen. Oh mein Gott, echt jedes Mal Herzinfarkt. Du weißt nicht, ob es wirklich ansteuert oder nicht. Du kannst nur Kreis spammen, aber es passiert nichts. Ich hasse es so sehr. Die wollten uns echt leiden sehen, oder? Also... ja, es ist halt nicht gut. So eine halbe 50-50-Chance. Ja, nicht ganz. Es ist halt, es ist wirklich ein Scheißhaufen-Feature, wirklich. Schaffst das schon. Ja, wann halt, weißt? Es ist wirklich ein bisschen Glückssache. Du kannst ja nur Tasten drücken und der Rest, ja, macht das Spiel. Wenn du halt Kreis drückst und Slivy sieht's nicht an, hast du Pech. Das ist halt super nervig. Irgendwann schafft man schon, aber dann ist Frustgrenze auch wieder ausgereizt, hey. Hey, was wird das denn? Ja, ist wirklich so. Ich drehe mich im Kreis. Weil ich noch nicht weiß, wann ich abspringen möchte. Irgendwie wird es nie passend. Nur wenn der Haken da ist, bin ich falsch positioniert. Wie soll denn das gehen? Ja, eben. Oh lol, hast du gesehen, wie der angesaugt wurde? Jetzt vielleicht? Ah, jetzt. Oh Gott sei Dank. Okay. Kein Problem. Danke, hey, Wahnsinn. Ja, kein großartig. Problem, Bentley. Ich hab den Bogen voll raus. Ja. Alles klar. Also jetzt muss ich Skorpione quetschen. Warum ist diese Aufgabe bei 8 von 20 passiert? Das wäre doch sinnvoller bei der Hälfte gewesen direkt. Also 10. Dass es halt einfach noch ekliger wird, ne? Passt schon. Nehme sie doch! Okay. Warum überhitzen die, wenn ich einfach stehe? Was ist denn das eigentlich wieder für eine Logik? Dann werden die doch nicht... Halt dich nicht mit den blauen Augen. Mit denen kannst du nur deine Reifen abkühlen. Ja, spinne ich? Die kühlen nicht ab. Doch, jetzt ein bisschen. Zu wenig. Hä, was? Die kühlen weniger ab, als ich verbrauche. Weil bis ich den nächsten überfahre, habe ich doch das wieder erreicht. Den Status, das ist doch irgendwie Banani. Bruno Banani! Ja, keine Zeit jetzt für die Roten, ich muss irgendwie das runterkühlen. Das schaffe ich nicht.
Halt die Fresse, Bentley! Alter, wie er es noch betont, so, hey, deine Reifen, die überhitzen gleich, hey! So richtig Arsch einfach, was soll das? Und jetzt von vorne, oder wie? 8 von 20, okay, Gott sei Dank nicht. Und los geht's! So. Junge, Junge! Oh, Junge! Ha? Mensch, Pluto! Mickey Mouse einfach. Auch dabei. Kopfstab! Ich bin der Ober und ich bin auch dabei. Jetzt er hier ein paar Blatschi-Matschis machen. What the fuck? Hallo, was passiert hier? Jawohl! 13, hey! Ich hab Münzen gekriegt. Krieg ich die ganze Zeit schon Münzen? Und los geht's! Ah ja, tatsächlich. Mit denen kannst du nur deine Reifen abkühlen. Ja, Bentley, komm. Matsch, matsch, matschi, patsch. Jetzt will ich Deadly Creatures spielen. Das ist ein Spiel, ja, da spielt man einen Skorpion. Und eine Vogelspinne. Ziemlich interessant. Es läuft. Ziemlich einzigartiges Game. Genug, um den Ayers-Rock zu befreien. Okay, Bentley, krass. Eben mal schön über die blauen fahren. So, 18, oder? Komm, zwei Stück noch. Ups. So, der letzte, komm. Ey, scheiße. Lass mir entkommen. Komm her jetzt. Hab ich dich. Tolle Arbeit, Murray. Oh. Ich fahre mit dem Laster rückwärts an den Mineneingang. Und überbringe deine unfreundliche Lieferung. Nein! Riesenskorpione? Rennt um euer Leben! Oh-oh! Oh-oh! Was ist das wieder für ein Schmarrn? Hey, echt? Eine Teamarbeit, Jung. Was ist das? Hey, die Animationen! Die sind doch noch billiger als davor, oder? Was ist passiert hier eigentlich? Okay, erledigt. Meine Frazee.